Was geht ab, meine Lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video und erstmal einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich euch, Freunde, ja? Warum seid ihr schon wieder wach? Schreibt es gerne in die Kommentare, wie es bei euch gerade aussieht. Wie geht es euch? Seid ihr gut drauf? Ich hoffe, wenn nicht, ändert sich das jetzt, denn wir schauen in eine deutsche Memes-Compilation ein, Freunde. Ihr habt mir einen guten Channel empfohlen, ihr meintet, ich soll bei diesem youlooked.exe, also reingeguckt.exe auf Deutsch quasi, vorbeischauen. Der hat ganz gute, der hat auch schon einige Videos hochgeladen, also gut für mich, Freunde, haben wir jetzt schon mal ein bisschen Content für die nächsten Tage. Deutsche Memes, Hashtag 1, Trimax bekommt etwas Schönes. Ihr meintet auf jeden Fall, die sind sehr unterhaltsam. Von daher bin ich gespannt, Freunde. Ich habe hier oben eine Trimax Love Challenge für euch, falls ihr jetzt beim Frühstücken noch ein bisschen was zu gucken und zu lachen haben wollt. Schaut doch gerne vorbei. Ansonsten schauen wir jetzt hier rein, Leute. Let's go. Wenn ich die erste Aufgabe in der Mathearbeit sehe. Schwierig. Ganz schwierig. True. Ey, der hat mir meinen Arsch gerettet, Digga. Wie heißt der noch? Dor Fuchs oder so. Heißt der so? Bruder, Küsschen geht auf dich rauf, Alter. Alter, vielleicht kann ich das noch mitsingen sogar. Vielleicht kann ich das sogar noch mitsingen. Alpha. Ehrenmann. Ehrenmann, Freunde. Eins in die Kommentare, wer den schon mal irgendwo geused hat, Alter. Ehrenmann. Boah, den fühle ich. Hä? Oh! Bruder! Ich hätte es wissen müssen. An der Stelle bin ich wirklich komplett raus. Oder? Ist es Trimax? Das ist Trimax! Der war ja noch 3 Jahre alt, wenn sie dir endlich Nudes schickt. Oh mein Gott! Fuck! Fuck, wie geil! Ey, Jungs! Also, ich will nicht sagen, dass ich da relaten kann, aber Freunde. True, Digga. Ehre! Ehrenmann. Scheiße. Das habe ich gemerkt, Bruder. Erstmal nice Quality hier. Full HD 4K. Wenn Döner 3,90 kostet, ich für Euro hinlege und sage, passt so. Leben will wie ein König, muss auch bezahlen wie ein König. Ehrenmann. Ey, die Memes sind actually gut. Das sind jetzt Sachen, die man noch nicht kennt und was noch nichts ausgelutscht ist. Das sind neue Clips bis jetzt immer. Obama hat oft zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, don't me the problem. Was? Könnt ihr das noch einmal wiederholen, bitte? Ich hab in Englisch nicht aufgepasst. Wie ein König! Präsident Obama hat oft zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, don't tell me the problem, tell me about solutions. Ja, exactly so war das Zitat, Freunde. Ist das Beek hier, Digga? Okay. Wenn du deutsche Mitschüler nach Hausaufgaben fragen musst. Ich hab euch noch nie um Hilfe gebeten. Aber diese Zeit ist das schlimmste Jahr in meinen Augen. Bruder, die Augenbrauen-Legende. Der Bart ist actually ganz gut, der Bart fittet ihm. Aber Bruder, die Augenbrauen, holy fuck. Unterstützung von euch. Ich kann nicht mehr, ich bin am Boden zerstört. Ja. Ich kann nicht. Wenn man die Hausaufgaben wirklich gemacht hat, aber zu Hause vergessen hat. Ey, Real Talk, der Lehrer glaubt es dir nicht. Vielleicht, weil du es 3 Tage davor jeden Tag auch gesagt hast, obwohl du sie gar nicht gemacht hast. Aber dann hast du sie einmal, der glaubte dir nicht. Jungs, was haben wir gemacht, Alter? Was haben wir gemacht? Wir haben diese Welt ruiniert. Und wir haben einfach zugeguckt. Holy fuck, Alter. Fuck this shit, I'm out. Oh ja, den kenne ich schon. Das ist der erste Clip, den ich schon kenne. Der ist sehr gut. Ist sehr, sehr gut. Habe ich leider schon egal oft gesehen. Oh, stark. Wenn du Tobias seine 5 Cent nicht zurückgibst. Ihr werdet gebannt und ihr werdet juristisch verfolgt und ich verklag euch so lang, bis ihr keinen Cent mehr in der Tasche habt. Weil ihr seid dreckig. Oha. Selber arbeiten. Junge, Karl S. einfach. Karl S. an sich auch schon Meme genug, Bruder. Ich bin halt der Tomatenkopf. Das hat der Bushido erfunden.
Und ich finde es schön. Ja. Ich versuche zu lernen, ich 2 Minuten später. Weißt du, was mich gerade die ganze Zeit nervt? Ich kann mich nicht konzentrieren. Siehst du die Schränke da oben? Guck mal. Der erste Schrank mit dem unteren passt, genau. Oder nicht? Der erste obere mit dem unteren passt, genau. Der zweite. Aber dann. Nicht, obwohl, sieht gleich groß aus. Er hat recht, Bruder. Jetzt mal no joke. Das fängt hier zentral an, das Ding. Da ist es auch noch okay, aber am Ende, es passt nicht mehr. Wie geht das denn? Die ersten sind doch noch komplett gut gefittet. Der zweite passt auch noch. Beim dritten wird es kritisch hier mit der Linie. Ich verstehe Mahmut hier jetzt gerade. Das stresst mich gerade richtig. Verstehst du, was ich meine? Der erste passt perfekt, der zweite auf einmal nicht mehr. Ich fühle den Bruder ein bisschen. Komische Sache. Ich fühle den Bruder ein bisschen. Guten Tag. Hallo. Diese Stadt ist zu klein für uns drei. Hey, hey, nimm die Waffe runter, Mann! Waffe runter! Aber ganz blöd! Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, Digga. Das ist eine echte Waffe. Das ist eine echte Waffe. Mach ein echte? Mann fest. Das ist keine echte Waffe. Das ist nur ein. Was ist los mit euch? Das ist eine echte Waffe. Martin Schneider, die Legende. Wer kennt den noch? Kennt keiner mehr. Ich glaube, er kennt sich selbst auch nicht mehr. Martin, Bruder? Sitzt der Wärmsche auf dem Termsche mit dem Schermsche und am Ärmsche. Kommt der Schermsche, bläst das Wärmsche mit dem Schermsche und am Ärmsche von dem Termsche. Fühl ich. Sorry? Kennen wir uns nicht? Nö. Kann ich mich ganz kurz vorstellen? Bitte? Kann ich mich ganz kurz vorstellen? Ja, bitte. Vielen Dank. Oh, Ehrenmann, Bruder. Holy fuck, 800 IQ-Modus. 800 IQ-Modus. Was willst du denn auch sagen? Du kannst ja nicht sagen, sorry zurück, weil faktisch gesehen, es war schlau gemacht, Digga. Wow. Oh ja, Ehrenmann. Oh, Ehrenmann. Was erhoffen Sie sich? Bisschen unangenehm, aber ich liebe ihn. Super. Das ist super. Wo glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz? Oh. Ja. Ist alle. Ist das Teddy? Ich glaube schon. Ey, actually gutes Video, Mann. Damn. Ey, actually gut, Alter. For real. Davon geben wir uns mehr, Jungs. Davon geben wir uns mehr. Holy fuck. Freunde, was soll ich sagen? Das waren wirklich, wirklich gute Memes dabei. Man muss ein paar Mal pausieren, um den Text zu lesen, aber das ist voll okay, weil diese Memes gibt's dort sonst nur auf Instagram oder so. Aber so in YouTube Edition, smart, Alter. Sehr, sehr gut gemachte Memes. Holy fuck, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ansonsten checkt die Playlist oben ab. Und dann wünsche ich euch einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.